So, liebe Sportsfreunde, jetzt gibt es wieder heiteres Berufeverraten hier auf Pro7 und unser erster Kandidat, bitte machen Sie mal eine typische Handbewegung. Herzlich willkommen bei TV Total. Und hier ist Ihr Gastgeber. Insgesamt 38, nein, 43 Minuten, ich weiß es nicht ganz genau. Herzlich willkommen zu TV Total, jeden Montag. Wow, was ist denn hier für eine Stimmung? Alkohol? Meine Damen und Herren, wir haben ein tolles Programm für Sie heute. Ich war für Sie unter anderem auf der Expo, und zwar Ende letzter Woche. Da war, man hatte uns gesagt, ist alles fertig. War natürlich nur die Hälfte fertig. Ja? Nur die Thailänder waren fertig und die Chinesen. Naja, egal. Ich war halt trotzdem da. Das zeige ich Ihnen heute Abend Rat und Gefahr auf der Expo. Dann sehen Sie bei uns Schocker der Woche. Ja? Halten Sie sich jetzt schon mal die Augen und die Ohren zu, falls Sie zart beseitet sind. Cool. Aber jetzt haben wir erstmal was Süßes für Sie, was Niedliches, was herzzerreißendes. Wir wissen, Sie mögen alle ganz gerne Tiere. Und ganz lieb haben wir alle, wir füttern sie gerne am Teich, Enten, kleine, süße Enten. Jetzt schauen Sie sich das mal hier bitte an. Da sehen Sie zum Beispiel, das ist die Mutter Ente. Die fliegt da rum und die hat ein Nest gebaut mit ihren Jungen oben auf dem Haus. Und jetzt ruft die Mutter so die kleine Ente, hallo, komm doch, aber die kleine Ente kann noch nicht fliegen. Denken Sie, die kleine Ente kann noch nicht fliegen, wie soll denn die da runterkommen? Die kleine Ente kann wohl fliegen. Nur wie, ja, das sehen Sie jetzt. Oh. Fatz! Ja, aber der Ente ist nichts passiert. Der Ente, Sie haben es gesehen. Ja, der Ente ist nichts passiert, denn sie ist ja ein Wassertier. Ja. Und jetzt denken Sie, na gut, eine Ente kann so doof sein, aber die zweite Ente, die da oben im Nest saß, ist die zweite Ente denn klüger und wartet? Schauen Sie mal bitte die zweite junge Ente an. Die denkt sich, ach, guck mal, was die eine kann. Kann ich auch. Da kommt die zweite Ente. Fatz, da ist sie. Aber ist der Ente nichts passiert. Ja? Und haben Sie gesehen, wie das ZDF zynischerweise diese Sendung nennt? Wunderbare Welt. Ja? Das ZDF. Gut, jetzt was anderes, meine Damen und Herren. Sind Sie bereit für das Grauen? Ja, dann schauen Sie sich bitte mal die Ausschnitte aus Big Brother an, von gestern Abend, wo die Bewohner ein neues Lied aufgenommen haben. Und schauen Sie sich bitte diesen Ausschnitt an, von dieser jungen Frau hier. Deine Augen überall, du kannst mich immer sehen. Jeden Tag und jede Nacht kannst du mich verstehen. Ich will sie nicht beeinflussen, ja? Aber ich kann mir schon vorstellen, wer nächstes Wochenende aus dem Haus fliegt. Es ist Ihnen überlassen. Ich habe nichts damit zu tun, aber ich möchte Sie nicht beeinflussen, meine Damen und Herren. Das Lied hat auch einen Refrain. Da haben wieder alle mitgesungen. Lassen Sie sich das nicht entgehen. Schauen Sie sich das mal an. Du bist mein großer Bruder, du bist immer da. Großer Bruder und dein Freund fürs Leben. Großer Bruder, du bist immer da. Da kommt wirklich ein Knaller nach dem anderen aus dem Big Brother Haus. Und jetzt machen Sie auf was gefasst. Die wissen ja, John ist ja ein sehr muskulöser Typ. Ja? Ein gestandener Mann, ja, muskelbepackt, er hat Tattoos überall. Und wenn John singt, erwarten Sie normalerweise ein bisschen eine kernige Nummer. Ja? Und schauen Sie bitte, wie John gesungen hat. Deine Augen überall, du kannst mich immer sehen. Jeden Tag und jede Nacht kannst du mich verstehen. La 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 la. Ta 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 ta.
La, 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 la. Ja, so singt man halt, wenn man 85 Tage keinen Sex hatte. Ja, und meine Damen und Herren, wollen Sie wissen, wie man singt, wenn man kurz vor dem Auftritt noch Sex mit Percy Hofen hatte? Dann sehen Sie das hier. Spürst du die Erregung, die Liebe, die Lust? Du tust, was du fühlst und du weißt, dass du's musst. Ich höre dich atmen, die Luft ist so heiß. Die Sinne drehen sich ohne Sinn nur im Kreis. Wir beide, wir leben im Jetzt und im Hier. Ich bin ganz nah. Und dann ging das weiter, ja. Dann hat er sich unterhalten mit Percy Hofen. Und schauen Sie sich mal diesen Ausschnitt hier an. Ich will nur dich. Und ein Video ist ja auch dazu gemacht worden. Wo kann man das sehen? Leider im Moment noch nicht. Also bei Viva ist das Programm leider voll, habe ich gehört. Und wieso ist es voll? Ja, weiß ich nicht. Da gibt es Rotationspläne. Ich kenne mich da nicht so aus. Ja, aber ich kenne mich da aus, meine Damen und Herren. Ich habe lange da gearbeitet. Wenn man bei Viva sagt, unser Programm ist leider voll, heißt das, wir finden dein Lied total scheiße. Nicht meine persönliche Meinung. Ich find das Lied total toll, aber ich habe ja nur gesagt, wie das bei Viva ist. Man sagt, oh, wir haben, Programm ist voll im Moment. Geht leider, passt kein Titel mehr rein. Und dann haben sich wahrscheinlich Percy und Alex was Tolles ausgedacht. Wie schaffen wir es, dass unser Lied doch auf Viva gespielt wird? Schauen Sie bitte mal den Ausschnitt hier an. Meine Damen und Herren, liebe Fans von Alex und liebe Musikfans, jetzt seid ihr gefragt, schreibt doch einfach an den Sender Viva. Holt euch was zu schreiben. Wir blenden jetzt ganz kurz die Adresse ein. An Viva Fernsehen GmbH im Media Park 75670 Köln. Einfach hinschreiben, wir wollen Alex hören und sehen. Ja? Wir wollen, ich will nur dich. Mhm. Wir wollen nur Alex. Ja? Ja, sehr elegante Lösung, finde ich. Ja? Dem Zuschauer mitzuteilen, dass sie vielleicht doch an Viva schreiben sollen und so tun sollen, als würden sie das Lied gerne hören. Aber das hat mich inspiriert. Ja? Ich bin ja auch der Überzeugung gewesen, dass Viva natürlich Big Brother sieht und natürlich nicht bei so einer faulen Nummer einfach einknickt und am nächsten Tag sagt, wir spielen das Video doch. Jetzt schalte ich heute Mittag interaktiv ein. Was ist das Erste, was ich sehe? Da sind die Kollegen doch eingeklickt. Ich habe mir gedacht, wenn das so einfach ist, ja, Videos auf Viva zum Spielen zu bringen, dann lassen wir das doch auch mal machen. Und zwar machen wir aber anders. Ja? Denn ich habe ein tolles Video gesehen im Showpalast. Ein Auftritt, im Video war es gar nicht. Im Showpalast habe ich Wolfgang Petri mit seinem neuen Titel gesehen. Und jetzt raten Sie mal, wie das neue Lied von Wolfgang Petri heißt. Das glauben Sie nicht. Das Lied heißt, da geht mir voll einer ab. Ja, ist tatsächlich. Hier, schauen Sie mal einen kurzen Ausschnitt an. Da geht mir voll einer ab von Wolfgang Petri. Da geht mir voll einer ab. Wir machen die Stadt. Liebe kommt von ganz alleine. Ich will das alles nicht mehr. Du musst wieder her. Hab immer an uns beide geglaubt. Das ist mein neues Lieblingslied ab heute. Und ich fände es jetzt zu einfach, wenn ich jetzt Sie, liebe Zuschauer, auffordern würde, an Viva zu schreiben, ja, um sich das neue Lied von Wolfgang Petri zu wünschen, was ja bei Viva auch nicht gespielt wird, aus unerfindlichen Gründen, wie ich meine. Lustiger finde ich, wenn Sie, liebe Zuschauer, ja, an Big Brother schreiben, ja, Stichwort Wolfgang Petri, ja, hier ist die Adresse eingeblendet, ja, Big Brother, Stichwort Wolfgang Petri. Und bitte, ja, wünschen Sie sich in diesem Schreiben, dass Percy Hofen nächste Woche bei Big Brother der Talk, ja, die Zuschauer von Big Brother wiederum aufruft, am Viva zu schreiben, um sich das Video von Wolfgang Petri zu wünschen. Verstehen Sie? Wenn Sie das für uns tun können. Ja. Also, schreiben Sie an Big Brother. An Big Brother und bitten Sie Big Brother, bitte, ja, bitten Sie Big Brother, bitte lasst Percy Hofen nächste Woche aufrufen, die Leute an Viva schreiben zu lassen, damit sie das Video von Wolfgang Petri spielen. Verstehen Sie? Ja, denn ich glaube ja, dass Percy Hofen das gerne macht, denn Percy Hofen macht das ja nicht nur aus Eigennutz, ja, sondern dass er Alex Lied da anpreist, ja, nicht etwa, weil das irgendwie da von denen alles gemacht ist, sondern weil er das Dufte findet. Natürlich, ja. So, Adresse haben wir schon eingeblendet.
Ja, Big Brother, Stichwort, die werden sich wundern. Schreiben Sie auch nicht nur eine Karte, schreiben Sie einfach fünf. Ja? Und ja, wenn Sie Zeit haben, ja, oder gehen Sie auf Internet www.bigbrotherhaus.de oder so und wünschen sich da, dass Percy Hofen nächste Woche aufruft. Ja? Da die so richtig viel zu tun kriegen bei Big Brother. Damit die mal wissen, wie das ist. So. Ja, Sie wissen ja, man sagt mir ja nach, dass ich häufiger Spaß mit anderen Leuten treibe. Jetzt gibt es ja dann viele Leute in den letzten Wochen, die denken sich, da wollen wir mal gucken, ob der Raab auch Spaß versteht. Ja, gut, und dann kann ich Ihnen sagen, ich komme mit dem Spaßverstehen überhaupt nicht hinterher, weil jeden Tag vor meiner Redaktion mindestens 5 bis 10 lustige Leute stehen, die mir entweder ein Rabigramm singen wollen oder mich lustig überraschen wollen. Ja? Die meisten von denen gehen ja nach 3 Tagen wieder. Ja? Aber der lustige Moneyman von RTL 2, ja, seit 5 Monaten hängt er da rum. Na gut, habe ich gesagt, habe ich ihm heute Mittag eine Audienz gegeben. Also wir haben ihm gesagt, dass er mich heute Mittag überraschen kann. Ich komme rüber. Was er aber nicht wusste, dass ich ihn mit meinem Kamerateam dabei überrasche, wie er mich überrascht. Ja? Und das ist aber rausgekommen. Schauen Sie mal hier. So, unten wartet jetzt der Moneyman und ich gehe jetzt mal runter zum Moneyman, damit der lustige Moneyman endlich mal seinen lustigen Spaß machen kann und dass er dann endlich wieder zurückgeht zu den Pfeifen von RTL 2. Auf geht's. So, da unten macht sich schon der lustige Moneyman. Ich lache mich kaputt, das ist schon so ein lustiger Name. Der hat er sich wahrscheinlich selber einfach lassen, weil er so ein kleiner lustiger Moneyman ist. Wo ist er denn? Ich kann schon nicht mehr vor Lachen. Ich weiß nicht mehr, ich habe schon Wackel in den Beinen. Ich lache mich weg. Wo ist der Moneyman? Bist du der Moneyman? Ah, du bist... Bist du Stefan Roch? Ist der Moneyman! Ich bepiss mich. Moneyman, was hast du vor? Erstmal habe ich für dich eine lustige Mütze hier von meinem Arbeitgeber, ProSieben. Zieh mal an, ProSieben, da ist aber total, lass doch mal. Ja. So, das ist eine sehr lustige Mütze. Und dann habe ich für dich erstmal auf dir. Warte mal. Sag mal, bin ich dran. Du arbeitest bei RTL 2 genau. Und siehst weder scharf aus, noch hast du Titten. Wie kommt man denn da zu RTL 2? Lass mal sehen. Lass mal gucken, wie die dir steht. Lass doch mal sehen. Verstehst du keinen Spaß? Der Moneyman versteht keinen Spaß. Lass doch mal sehen. Was? So, das sieht doch schon mal sehr gut aus. So, guck mal, was hast du denn noch mitgebracht? Ja, da bin ich mal gespannt. Eine Kochmütze, das ist nicht schlecht. Zieh doch mal die Kochmütze auf. Eine super Kochmütze hat der Moneyman dabei. Ja, die Mütze kriegst du nicht. Das ist natürlich. Du kriegst aber die Aufkleber von mir. Extra ProSieben Aufkleber. Der Moneyman kommt ja irgendwie nicht vorwärts, oder? Habt ihr bei RTL 2 keine Profis? Habt ihr bei RTL 2 keine Profis? Die Strapse, Dankeschön. Die darfst du behalten. Mach was. Das ist übrigens die Originalstrapse von Herrn Andorfer, RTL-Programmchef. Ich möchte dich bitten. Hier steht sogar noch ein Name reingenäht. Hier, ja. Josef Andorfer, RTL 2-Programmchef. Ja, die ziehe ich auch noch an. Komm her, gib her. Ohne oder mit? Gib her, dann lachen wir noch mal alle herzlich. So. Also, vielen Dank, es war mir eine Riesenfreude. Stefan, kannst du noch ein bisschen bleiben? Ja? Nur eine Minute, bitte. Aber nicht lutschen. Nicht lutschen. Tja. Der Moneyman von RTL 2, der hat noch eine große Karriere vor sich. Ja. Man hat es ja nie einfach. Ja. Den ganzen Tag lang muss ich immer nur Spaß verstehen. Ich kann sich ja vorstellen, wie schwierig das ist, meine Damen und Herren. Da mache ich ja gar keinen Kopf. So, wir kommen zu unserer ersten Nominierung heute Abend. Ich habe was Tolles gesehen bei Brisant. Schauen Sie sich das mal an. Es war eine Zeitungsanzeige, die den lange Zeit arbeitslosen Diplom-Ingenieur wieder in Lohn und Brot brachte. Erschrecker gesucht hieß es da. Peter Gröling bewarb sich und bekam den Zuschlag. Jetzt begruselt er 40 Stunden pro Woche alle, die das Fürchten lernen wollen. Tja, meine Damen und Herren, der Beruf Erschrecker, den kannten wir bisher nur aus so Kinderwitzen, wenn die Eltern immer früher gesagt haben, weißt du, wenn du nicht fleißig bist in der Schule, dann musst du schon mal später als Erschrecker an der Geisterbahn arbeiten. Ja, und wir wollten genau wissen, wie wird man Erschrecker und was steckt dahinter? Deswegen haben wir diesen jungen Mann nominiert für den Rab der Woche. Nominiert für den Erschrecker, für den Rab der Woche ist Erschrecker Peter Gröling. Hier ist der Erschrecker. Ich darf Peter sagen, ne? Ja, natürlich. Ich darf Peter sagen. Das ist deine, ja. Ja. So, jetzt ist, nimmst du die Maske mal ab gerade?
schon passiert. Spaß! Ja, den Witz hat noch gar keiner gemacht. Ja, also, genau. Der ist neu. Wie wird man, du bist ja eigentlich, du bist ja nicht gelernter Erschrecker, wenn ich das mal so sagen darf. Du bist eigentlich Ingenieur. Eigentlich bin ich Ingenieur, ja. Genau. Und dann, wie bist du an den Job des Erschreckers gekommen, wenn ich das mal fragen darf? Annonce, Erschrecker gesucht und ja. Da stand in der Zeitung Erschrecker gesucht. Stand in der Zeitung. Klang lustig, genau, das stand da, Erschrecker gesucht. Ja, normalerweise meldet sich auf die Anzeigen immer Rudi Carrell, aber hast du nochmal Glück gehabt. Vielleicht vergeben. Das ist in einer Geisterbahn oder in einem... Das ist ein alter Luftschutzbunker am Anhalter Bahnhof in Berlin. Der ist ausgebaut, 3 Etagen und 1 Etage davon ist eben mein Reich, wo der... Glatte Kerlchen hier sein Unwesen treibt. Du hast aber nur in dieser Uniform erschreckst du die Leute. Fast. Was also gibt's es gibt für Erschreckmethoden? Wie erschreckt man am besten? Wo erschrecken sich Männer und Frauen unterschiedlich? Eigentlich nicht, aber ein bisschen vielleicht. Frauen kreischen mehr oder sind lauter oder. Männer, ja. Da ist das mehr so ein Zucken, die erschrecken sich genauso, aber die zeigen es nicht so. Du hast den, also acht Stunden Tag? 8 Stunden erschrecken? 8 Stunden Tag, kurze Stunde in der Woche. Ja, und auch mal Pause vom Erschrecken? Natürlich. Also du läufst rum, kommst um die Ecke und machst. Ja. Mach den Buh und ja. Aber mehr so harmlos jetzt, nicht so. Also das aber nicht so harmlos ist es nicht. Also das ist schon recht böse. Also man muss schon damit rechnen. Dass du auch mal lauter schreist. Ja, kommt so vor. War schon gut. Oder solche. Und auf den anderen Etagen arbeiten dann noch mehr Erschrecker als du? Aushilfskräfte. Ich bin der einzige Fulltime-Erschrecker, sagen wir so. Es gibt auch Halbtagserschrecker da? Aushilfe, studentische Aushilfskräfte meistens. Aushilfserschrecker. Ja. Aushilfserschrecker. Und du hast aber jetzt. Du hast aber jetzt dich gut machen, also doch. Ich als Erschrecker, kann ich schon. War eben gut. Hm? Ja, verstehe. du hast aber jetzt wieder einen normalen Job, oder? Du hörst jetzt ja, auf. Ich höre da Erschrecker. Auf, ist vorbei. Ich habe 2 Jahre gemacht, war eine wundervolle Zeit. Aber. Was sagt man, wenn man jetzt so. Hast du eine Freundin im Moment? Nee, im Moment nicht. Im Moment nicht. Wenn du jetzt jemanden kennenlernst, eine junge Frau, und die fragt dich so, was machst du beruflich? Sagst du ja, ich bin Erschrecker. wie reagiert man da? Mit Unglauben. Ja. So. Und der Job wird also jetzt frei. Er wird frei und es wird händering neuer gesucht. Es wird händering neuer Erschrecker gesucht. Also, meine Damen und Herren, wenn Sie Erschrecker werden wollen und in Berlin wohnen, wenn Sie Erschrecker werden wollen und in Berlin wohnen, dann schreiben Sie an Big Brother. Stichwort Erschrecker. Ja. Schreiben Sie an Big Brother. Stichwort Erschrecker. Die leiten das dann weiter an Brisant. Können Sie auch ruhig. Also, alles, was Sie irgendwie haben, schreiben Sie immer an Big Brother. Mit dir auch mal was zu tun bekommen. Ja, spannender Job. Vielen Dank, dass du gekommen bist, meine Damen und Herren. Peter Gröhling, Erschrecker. Meine Damen und Herren, ich war für Sie auf der Expo. Ja, man hat mir versprochen, sie sei fertig, war aber nur halb und nur ein paar Thailänder und ein paar Mexikaner da. Aber es war dennoch sehr lustig. Schauen Sie sich bitte an. Rab in Gefahr auf der Expo. So, heute befinde ich mich mal hier auf der Expo, auf dem Expo-Gelände in Hannover. Hier wird die Expo in exakt einer Woche eröffnet. Und ich darf mich hier heute schon mal umschauen, denn heute ist Internationaler Journalistentag. Das heißt, Journalisten aus aller Herren Länder sind heute hier. Ich glaube, 1500, ich weiß nicht wie viel. Und hier werde ich mich heute einfach mal umschauen. Ich habe mir extra eine ARD-Jacke angezogen, ja, damit die Journalisten alle denken, guck mal, die ARD, was die für Arschlöcher am Start haben. So, jetzt gucken wir, hier sind wir beim Pavillon von Thailand. Guten Tag. Bitte was? What did you say? Bitte, what did you say? What? Sawadee Ha. Ach so, die Haar. Ja, ich hab blondes Haar. Sawadee Ha, schwarze Haar. Ja, natürlich. Das sieht ja, ich glaube, dass das gut schmeckt. Ich glaube das schon, dass das gut schmeckt. Oh, das ist auch thailändisches Obst hier. Mm, das ist lecker. Oh, das ist gut. Mm, was ist das? Holz. Ah, mm, lecker Holz. Essen Sie mal vor. Die trauen sich auch nicht, ne? Guck dir das Gesicht an, bitte. Guck, ja, jetzt. Mm. Ah, ja. Schon vorher, bevor es im Mund ist. Schon. Mm. It's good, it's not hot. It's what? It's a fruit. It's a food, yes. Yes, yeah, it's not hot.
must be, what is in it? Something in it. Das ist Niespulver. Herr Schmidt, danke. Probieren Sie mal, das ist was ganz Leckeres hier aus dem thailändischen Haus. Ja? Ist auch alles. Hm? Ist gut, ne? Super. Super, ne? Super. Kann man nicht meckern. Ja. Kann man hören. Ja, Sie haben noch exakt eine halbe Stunde zu leben, also machen Sie was Gutes draus. Hallo. Tag. Man verehrt mich hier wie ein Gott. Ja, wahrscheinlich habe ich irgendwas, sehe ich so komisch aus oder so. Keine Ahnung, weil ich so dick bin, denken die, ich wäre der Buddha persönlich. Hier wachsen diese ganzen Einrichtungen für China-Restaurants. Ja? Wie man sieht, die werden hier gezüchtet und werden dann einfach über die Tische gehangen, Lampe reingedreht, fertig. Wir sind jetzt hier auf der Pressekonferenz der Expo. Hier wird gerade die Pressekonferenz geleitet von den Herrschaften, die da vorne sitzen. Das sind alles internationale Journalisten und vorne wird gerade in Englisch referiert, was denn der ganze Quatsch hier überhaupt soll. Ja? So, die meisten haben hier so Geräte an, die kann man sich in die Ohren stecken und kann da seine Landessprache einstellen. Ja? Which language are you listening? Which language are you listening to? Deutsch. Ach, das kann man hier, was der da vorne sagt, da in Deutsch. Darf ich ihn mal? Darf ich mal? Ist das live übersetzt? Ich nehme an, das ist schwierig. Ich könnte es nicht. Ach, kannst du mal sehen. So, und dann habe ich noch was auf der Expo entdeckt, und zwar den größten Hundekackehaufen der Welt. Hier ist jetzt der finnische Pavillon. Also hier stellen die Finnen ihr Land aus. Ja, und das ist zum Beispiel, das ist das, also eine Finnin. Du bist eine Finnin? Ja, das bin ich. Dann sprich mal, sag mal auf Finnisch guten Tag. Hyvää päivää. Ja, nee, nicht verarschen, du sollst guten Tag sagen. So sagt man in Finn. Nochmal, in Finn. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Gut gemacht. Ja. 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 Die Finnen kennen sich schon aus. Das ist jetzt die Welt, also Finnland, von den Augen von den finnischen Kindern. Von den finnischen Kindern? Genau. Ja. Aber eigentlich für Lass die Erwachsenen. Was sind finnische Kinder? Finnische Kinder sagen? Nein, man sie gar nicht. Sag doch einmal bitte finnische Kinder. Finnische Kinder. Nee, finnische Kinder. Finnische. Finnische Kinder. Finnische Kinder. Ja. Süß, ne? Finnische Kinder. Mach mal, finnische Kinder. Ja, oh, wie süß. Finnische Kinder. Komm mal rein, wir gehen jetzt mal hier bei Mexiko gucken. Da vorne, da vorne. Ah, hier, hier. Hier, das hier. Ja, super, oder? Absolut meine absoluten Lieblingsgeräusche. Bonito, bonito, tóquele, que se oiga, eso paisano. What? Dann ging es noch so weiter, weil ich noch das Lied mit ein Erich Ribbeck gesungen habe und mit ein Olli Bierhoff und mit ein Horst Rubisch und für alle Schalker-Fans mit ein Andi Möller. Ja?
Und ja, deswegen hat es so lange gedauert. Wie es da noch weiterging und dieses Lied in diesen ganz vielen verschiedenen Versionen, das Material können Sie bei uns auf der Homepage sehen, www.tvtotal.de im Internet. Ja, oder Sie schreiben an Big Brother. Nein, 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 www.tvtotal.de. So, meine Damen und Herren, dann habe ich was. Ich weiß nicht, ob sich das auch in den letzten Monaten immer so verdutzt hat. Ich habe des Häufigeren einen TV-Werbespot gesehen und ich wusste nicht, was soll ich damit anfangen? Was soll denn dieser Scheiß? Ja? Schauen Sie sich bitte mal diesen Spot an hier. Ja, pass auf, was soll das denn sein? Haben Sie das gesehen? Gucken Sie mal da. Jeder hat das Recht auf eine Pause. Die neue Milka Lila Pause. Völlig neu. Ich habe das ja nicht verstanden, meine Damen und Herren. Jetzt müssen Sie mir helfen. Ja? Da geht es um ein Schoko irgendwas. Ja? Und dann kommen in dem Spot Spermien vor. Was heißt das? Sind die da drin? Ja? Oder sind da sonst normale Spermien und in dieser eben gerade lila Spermien drin? Ja? Oder arbeiten die nur voraussehend, um demnächst mit dem Slogan zu kommen, lila Pause, die schwimmt sogar in Sperma. Ich weiß es nicht. Wenn Sie es wissen, ja, schreiben Sie an Big Brother. Stichwort lila Pause. Ja, was haben wir? Ach so, ich hatte Ihnen die Schocker der Woche versprochen. Meine Damen und Herren, wenn Sie zart beseitet sind, dann sollten Sie jetzt einfach sagen, gut, TV Total ist zu Ende, ja, aber dann kann ich morgen auch nicht mitreden. Ja, das ist Ihre, oder Sie schreiben an Big Brother. Ja, egal, wie auch immer. Meine Damen und Herren, hier kommt unser Schocker Nummer 1. Also wir sind hier vor Ort in der Höhe, wo der Polyp sich befindet. Ich werde jetzt mit dem Endoskop diese Schlinge in Position dirigieren. Ich gehe jetzt etwas nach oben, das verschwindet jetzt zunächst aus dem Bild und die Frau Thalmayer zieht hier jetzt mal die Schlinge langsam zu. Das muss natürlich mit Gefühl erfolgen. Jetzt ist der Polyp abgetragen. Ja. Sehen Sie, meine Damen und Herren, jetzt wird der Polyp durch adhesive Kräfte hier an der jetzt Basis. Jetzt wird der Polyp gleich, pass auf, jetzt wird der Polyp wieder rausgezogen, aus dem, pass auf, gleich kommt die Kamera aus dem Popo. Sehen Sie, da sehen Sie noch hinten, haben Sie es gesehen? Was uns da, pfui, was uns das ZDF da vorsetzt, zur Primetime, Wollen wir das nochmal zeigen? Wie das rauskommt, dass Sie da sehen, wenn wir das in Zeitlupe zeigen, meine Damen und Herren. Schauen Sie mal, dann sehen Sie ganz genau, wenn der Polyp. Also ganz pass auf, jetzt Dank, gleich kommt der Polyp hinten. Und alles, alles Gute für Sie. Vielen Dank, Herr Doktor. Vielen Dank, Schwester Irene. Oder, und da können Sie gleich den Popo noch sehen, da hinten sehen Sie noch. Pfui! Pfui, meine Damen und Herren. Sie sind mit Recht geschockt. Wir auch. Und wir möchten, liebes ZDF, dass sowas nicht mehr im Fernsehen gezeigt wird. Wer war's? Bayerisches Fernsehen. Bayerisches Fernsehen höre ich gerade. Ist egal. Lieber Bayerischer Rundfunk. So, wenn Sie noch können, meine Damen und Herren, jetzt nicht, dass Sie uns das ankreien. Ja? Manche Leute sagen, was Sie bei TV Total zeigen. Der Bayerische Rundfunk war das. Ja? Nur, dass Sie das wissen. Guck mal, die alte Sau. So. Wenn Sie jetzt noch können, ja, Schocker Nummer 2. "24 Karat Gold für eine straffe Wange. Doch pures Gold allein ist zu weich. Deshalb ummantelt ein härterer Begleitfaden das Edelmetall. Diese Hülle wird sich später vollständig auflösen, ähnlich wie Operationsnähte. Übrig bleibt das Gold und entfaltet innerhalb von 3 Monaten seine Wirkung." Tja. Nein, hey, das ist eine. Hey, entschuldigen Sie bitte. Das ist eine lustige Sendung, da muss auch mal ernst gemacht werden zwischendurch. Ja? Auch wenn Sie sagen. Ich finde das ekelhaft, ja, und widerlich. So, meine Damen und Herren, und wir wären nicht TV Total, wenn wir hier nicht noch einen draufsetzen könnten. Wenn Sie wirklich Nerven wie Stahlseile haben, nur dann sollten Sie jetzt Ihre Augen geöffnet lassen, denn das, was wir Ihnen jetzt zeigen,
ist wirklich, schicken Sie Ihre Kinder ins Bett. Tun Sie mir den Gefallen. Ja? Hier ist Schocker Nummer 3. Deine Augen überall, du kannst mich immer sehen. Tja! Ich habe Sie gewarnt, Sie wollten es sehen. Meine Damen und Herren, vergessen Sie jetzt nicht die Bulli-Parade. Die Bulli-Parade kommt direkt neben TV Total. Und denken Sie daran, schreiben Sie an Big Brother. Hier ist nochmal die Anschrift. Big Brother, Stichwort Wolfgang Petri. Ja? Oder Stichwort Erpresser. Erschrecker. Also, Big Brother, ja? Stichwort unten. Da können Sie es lesen. Ja? Stichwort Wolfgang Petri oder Erschrecker. Aber Wolfgang Petri ist besser, wer fünfmal für Wolfgang Petri schreiben, wie ich Ihnen gesagt habe, dass Percy Hofen nächste Woche bei Big Brother dazu aufruft, an Viva zu schreiben, damit Wolfgang Petri gespielt wird. Das wäre sehr schön von euch, liebe Big Brother-Freunde. So, das war's eigentlich schon für TV Total. Nicht vergessen, Bulli-Parade gucken und ich persönlich... Ich muss weg. Ja, das war's. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, vielen Dank.